rhythmischen Sportgymnastik, die war an diesem Wochenende in der Berliner Max-Schmeling-Halle versammelt. 15 Turnerinnen aus 13 Ländern, darunter 8 der Top 10 von den diesjährigen Weltmeisterschaften. Und bei all dieser Klasse gibt es dann immer noch eine, die besser ist als all die anderen. Ina Tschitschikowski sagt Ihnen, wer und warum. Sie ist das Maß aller Dinge, Jewgenia Kanajewa. Die Olympiasiegerin von 2008 gewann beim Berlin Masters der rhythmischen Sportgymnastik neben dem Mehrkampftitel auch alle 4 Gerätefinals. Mit einer Leichtigkeit und Perfektion, die derzeit unerreicht ist. Und die 19-jährige Moskauerin hat auch noch sichtlich Spaß dabei. Im September gewann Kanajewa als erste Gymnastin überhaupt 6 Titel bei einer Weltmeisterschaft. Zweite wurde damals ihre Teamgefährtin Daria Kondakova. Und auch heute war die 18-Jährige nur Vizekönigin. 2-mal Silber mit dem Seil und dem Ball, 3. mit dem Band. Daria Kondakova ist ein ausgesprochen sportlicher Typ. Ihr fehlt noch das Tänzerische oder das gewisse Etwas. Eben das, was Publikumsliebling Irina Rissenson mitbringt. Die Israelin konnte 2 dritte Plätze erturnen mit dem Ball und dem Reifen. Noch einen Titel konnte sich die attraktive 21-Jährige mit ihren Auftritten sichern. Zum 2. Mal in Folge wurde Irina Rissenson vom Publikum zum Miss Turnier gewählt. Die 4., die sich Medaillen sichern konnte, ist Militina Stanyuta aus Weißrussland. Die erst 16-Jährige belegte mit Reifen und Band.